Hey, hallo Leute und herzlich willkommen zu Movie MAD. Heute, da wir ja schön auf Halloween hinzugehen, den 2007er Halloween, nachdem wir jetzt schon den von John Carpenter hatten, nun den von Rob Zombie. Wir werden natürlich die Kinofassung gucken, da wir den anderen nicht gucken dürfen. Und da die sich so groß unterscheiden würden, können wir natürlich nicht den anderen gucken. Ich hoffe, also ich fand ihn wirklich sehr, sehr gut damals, dass er die Schwächen, die unserer Meinung nach der Alter hat, sehr gut ausbügeln kann. Weil wenn ich mich richtig erinnere, ist halt eben das, was so für uns bei dem Alten so schwierig ist, ist die Handlung dann doch so dünn ist, dass nichts passiert und die interessanten oder die uninteressanten Stellen total aufgepustet werden und die interessanten Stellen zusammengeschrumpft. Ich glaube, das war hier ein bisschen anders, aber wenn wir kicken und los geht's. Fertig sind wir mit Halloween von 2007 mit Regisseur Rob Zombie. Und unser Zettel ist verdammt kurz. Und da ist nicht mal was zu meckern drauf, sondern eigentlich das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist einfach nur so eine Sache, die wir generell mal über den Kanal sagen wollten. Dass wenn wir sagen, ein Film ist frisch und ein anderer ist im Vergleich nicht frisch. Dass das nicht heißt, dass der eine Film jetzt generell als besserer gilt als der andere, sondern wir bewerten die Filme ja nach dem, was sie sein wollen. Ein Slasher ist natürlich was ganz anderes als ein Historiendrama über Abraham Lincoln. Ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel Star Wars gesagt haben, okay, er ist nicht mehr frisch. Und wir sagen jetzt, aber zu Demolition Man, der ist sogar noch mehr als frisch. Da heißt das nicht, Demolition Man ist besser als Star Wars, aber ne, weil das sind, die kannst du nicht vergleichen. Also bitte nicht darüber böse werden. So, wie gesagt, wir haben ihn halt gekickt. So, jetzt muss ich mal die richtige DVD raussammeln. Nicht, dass wir noch einen auf den Deckel kriegen. Nee, die liegt noch im Blu-ray-Player. Ich zeige einfach die Karte, solange eine Postkarte war in dem tollen Set drin. Wer auch immer die dann verschickt, macht sich bestimmt Freunde. Ja, der Film ist frisch. Ich sag's gleich vorweg, echt frisch. Das Schöne war, Hannelore hat ihn auch noch gar nicht gesehen gehabt und fand ihn wirklich gut, hat sich auch einmal zusammengezogen wie eine Schildkröte, wenn sie einen Geier sieht, war echt interessant. Und ich habe ihn halt damals im Kino gesehen, also passt das, ne? Also nach unserer Einteilung passt das perfekt. Was wir bei dem Film natürlich machen können, da er ja erst von 2007 ist und damit also gerade erst so in unsere Kategorie reinrutscht, den, wenn es unseren Kanal lang genug gibt und sich vielleicht die Filmlandschaft weiter verändern, kann man dann natürlich dann nochmal eine aktualisiertere Kritik machen. Ja, was total geil ist, das Pacing des Films ist echt schön. Ich fand nachher, bei der finalen Jagd zwischen Michael und Laurie, hat es so ein bisschen seine Länge gehabt, da hätte es gestrafft werden können, aber insgesamt war generell dieser Teil, der im Original von 78 ja eigentlich den Großteil des Films aufmacht, er ist ausgebrochen bis zum er stirbt, ist ja sehr viel zusammengestrafft worden, da ja dieser ganze Part davor sehr viel größer ist und der echt gut ist. Also die Charakterentwicklung ist natürlich dadurch echt toll und man kann ihn, Michael, im ganzen Film ist es nicht so, dass wir denken, ach, er ist aber schön, toll. Nein, aber wir können ihn prima nachvollziehen. Wir wissen seine Beweggründe, warum er dies macht, warum er das macht. Denn in der heutigen Filmlandschaft funktioniert kein Charakter, der einfach nur böse ist, weil er gerade böse ist. Das macht der Film echt gut. Also da muss man dann zwar natürlich genau hingucken, dass man das auch mitkriegt und nicht einfach nur dumm auf irgendwelche Gewalt warten. Und ja, und die zweite Hälfte ist dann halt einfach ein Slasher-Film. Also jetzt nicht kein überdurchschnittlicher Slasher, wobei so viele moderne gibt es ja, glaube ich, so nicht mehr. Keine doll guten. Und kein unterdurchschnittlicher, aber er ist ein starker. Ein starker Slasher, der echt Spaß macht. Wir haben uns wirklich gut unterhalten gefühlt. Ja, wir werden noch mal gucken, was wir noch für Filme für Halloween für euch bereitstellen.
damit ihr euch gruseln könnt, jedes Mal, wenn ihr mein Gesicht seht, bis dahin. Und schreibt uns in die Kommentare, was ihr zu dem Film sagt, wie seht ihr den Vergleich zwischen dem 78er und dem 2007er Halloween, seht ihr das ähnlich wie wir oder nicht? Gebt uns gerne einen Daumen nach oben, lasst ein Abo hier und freut euch aufs nächste Video. Bis bald.